Wir lesen die Fabel Vor der Höhle des Löwen. Es spielt mit. Michelle ist die Erzählerin, Timo liest den Fuchs, Henry ist der Löwe und Lea spricht die Einleitung. Vor der Höhle des Löwen. Der Löwe war alt geworden mit der Zeit. Er lag ausgestreckt in seiner Höhle, wie einer, der sehr krank ist, stellte sich schwer atmend und dämpfte heuchlerisch seine sonst so laute Stimme. Die Kunde davon ging durchs ganze Tierreich und alle klagten um des Löwens Krankheit. Ein jeder kam zu ihm, Besuch zu machen, manche aber auch, um ihn sterben zu sehen. Keines der Tiere gelangte jedoch aus der Höhle wieder heraus. Der Löwe fraß sie alle mitleidslos. Das Alter wurde ihm erträglich. Nur der schlaue Fuchs blieb vor dem Eingang draußen stehen und fragte: Wie geht's dir, König? Jener erwiderte: Sei gegrüßt, mein liebster Freund. Warum trittst du nicht herein? Komm näher, nur nimm Platz und tröste mich in mein Unglück. Darauf der Fuchs: Leb wohl, verzeih mir, dass ich gehe. Es schrecken mich nur die Spuren allzu vieler Tiere, die zwar hinein in deine Höhle, jedoch nicht wieder herausführen. Wir hoffen, euch hat das Hörspiel gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.